Ich muss mal eben gleich aufs Handy gucken. Ich glaube, dass ich da gerade an der Aral-Tankstelle jemand getroffen habe, der auch beim gleichen Händler die Harley gekauft hat wie ich und mit dem ich auch in Kontakt stehe, der auch meine Videos guckt. Warte, ich mach mal eben hier diesen hier. Habe ich aber zu spät gesehen, deswegen gucke ich mal eben, vielleicht werde ich mein Handy hier rauskriegen hier. Ich wollte ja sowieso eben meinen Pullover ausziehen. Es ist mir nämlich einfach zu warm. Das ist schon geil, wenn man so Köfferchen hat. So, warte, jetzt muss ich erstmal rein. Das ist schon nervig hier, ey. Offroad kann die Harley auch. Habe ich doch richtig geguckt. Ja. Ja. Mein Gott hier, da muss ich auch noch mal lernen hier. Ach, scheiß drauf. Das ist ein gutes Stück. Hi. Hi. Alles fit? Ja. Perfekt. Erstmal. Sehr geil. Einfach nochmal eben Abonnenten getroffen. Und bisschen gequatscht. Der gute Sebastian hat sich nämlich auch da bei dem Händler in Holland die Harley gekauft, die schwarze Road King. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt noch gesehen habt auf dem Video. Ich habe dann auch direkt ausgemacht. Einmal eben 5 Minuten nochmal gequatscht, weil wir wollten eh eigentlich mal eine Runde zusammenfahren. Aber der ist jetzt bald im Urlaub, dann bin ich weg. Erst habe ich die Hochzeit in 2 Wochen und dann bin ich sowieso 2 Wochen danach weg. Und bin ich auch eigentlich ausgebucht. Jetzt die nächste Zeit erstmal. Aber gut ist, wir wohnen auch überhaupt nicht weit auseinander, schreiben über WhatsApp und so weiter. Jetzt habe ich den mal persönlich kennengelernt, korrekter Typ auf jeden Fall, sehr geil. Und jetzt habe ich den anderen Namen schon vergessen, ach, mal, ich habe es echt mit Namen, wisst ihr das? Also für den anderen roten Hemd, der dabei war, ich habe, er ist jetzt gerade mal 2 Minuten her und ich habe deinen Namen schon wieder vergessen, tut mir leid. Heiko? Ich weiß es nicht mehr, irgendwas, ach, keine Ahnung. Da waren einfach Harleys und ich habe nur noch Harleys gesehen. Auf jeden Fall, beides korrekte Leute, der guckt wohl auch meine Sachen bei Instagram und so weiter. Das ist schon krass, du hältst dann irgendwo an, weil du den einen kennst, der andere kommt dabei, ey, yo, ich habe das auch von dir gesehen und so weiter. Da finde ich krass, das finde ich geil. Irgendwie finde ich sowas, also, ich weiß auch nicht, das ehrt so ein bisschen. Und ja, also ich, dann gratuliere ich uns allen beiden, also, ach meine Fresse, meine Sprachstörung kicken wieder voll rein. Dann gratuliere ich uns beiden zu erfolgreich importierten Harleys aus den Niederlanden. So, jetzt bin ich aber wirklich weg, Leute. Haut rein!